Pavel Dotschev kommt zwar gut gelaunt, aber die Nachrichtenlage ist schlecht. Stefaniak fehlt angeschlagen, der starke Sikora auch wegen der fünften Gelben. Gegenüber dem Sieg in Wiesbaden drei neue Schreck, Gorzel Beson. Saarbrücken in Weiß, zweite Minute mit Rabihic und der versucht's direkt. Pfosten, Rosenlöcher nochmal und Doppelglück für Martin Menne. Erst der Pfosten, Rosenlöcher fälscht den Ball noch gefährlich ab. Burger sorgt schließlich für Ordnung. Für Saarbrücken spielt auf der linken Außenbahn einer, den sie gut kennen im Erzgebirge. Calogero Rizzuto, 27. Minute. Burger köpft ab und Rizzuto nimmt nochmal Anlauf. Das 0:1. 6 Jahre spielte er für Aue. In 170 Spielen hat er ein einziges Tor erzielt. Und jetzt kommt er zurück als werdender Vater und macht den ersten Treffer. Weil Burger mit dem Kopf noch dran ist, hat Menne keine Chance. Zweimal nur hat Saarbrücken in Aue gespielt. Zweimal hieß es 0:2. Rizzutos Tor, der erste Saarbrücker Treffer hier überhaupt. Nur eine Minute später wollen sie den zweiten. Wieder Rizzuto. Rabihic im Strafraum frei. Legt auf für Julian Günther Schmidt, den Ex-Jena, und dann Kerber gegen Menne, der sich inzwischen über die Defensivleistung seiner Vorderleute ärgert. Das Erzgebirge im Winterkleid. Die zweite Hälfte, 49. Minute. Rabihic, aber Schreck ist dazwischen. Tim Dannhoff löst das im Mittelfeld exzellent. Jetzt ist viel Platz. Jonjic, solche Spielsituationen mag er. Aber Saarbrücken eilt zurück. Deshalb Seitenwechsel. Dimitri Nazarov winkt. Er will den Ball. Genau deshalb. 1:1. Unter Pavel Dotschev dreht er auf. Schon sein 4. Tor in 7 Dotschev-Spielen. Schöner Seitenwechsel über Rosenlöcher und Schreck. Nazarovs Ball setzt direkt vor Batz auf und springt ihm über die Handschuhe. Die Härte des Schusses entscheidend. Nazarov macht das einfach gut. Für Freistöße war Torschütze Rizzuto in Aue bekannt. Dieses Können ist natürlich auch im Saarbrücker Trikot abrufbar. Grimaldi, er profitiert davon, dass Jonjic wegrutscht und Majetschak zu spät kommt. 70. Minute, wieder Saarbrücken. Und da ist Rabihic völlig frei. Mennel und dann Marcel Gauss eingewechselt. Und wieder Mennel. 473 Spiele in Aue. Aber jetzt muss auch er schmunzeln. Der doppelte Mennel hält Aue das Unentschieden fest. Erst gegen Rabihic und dann greift er über gegen Gauss. 3 Minuten später, Dominik Ernst, der Ex-Magdeburger, auf Grimaldi. Und Menne fängt diesen Ball. Verhindert das 5. Saisontor von Adriano Grimaldi. Mit einem Sieg wären es für Aue 9 Punkte zu einem Abstiegs- und auch 9 Punkte zu einem Aufstiegsplatz. Einer weiß das ganz genau. Antonio Jonjic. Achtung, jetzt kommt dieser Jonjic. Das 2:1. Ein fantastisches Tor. Aue dreht das Spiel. Der 5. Saisontreffer von Jonjic. Alle erzielt unter Pavel Dotschev. Jonjic, das ist der, der die ganze Sache nicht aus Spaß macht. Also das kann er nach diesem Treffer doch keinem mehr erzählen. Mehr Spaß geht doch nicht. Er blickt nicht nach oben, zieht blind ab und trifft. 88. Minute. Jonjic, der Torschütze, wirft Gauss den Ball an den Kopf. Ganz bewusst. Stegemann gibt ihm dafür glatt rot. Und das entspricht dem Regelwerk. Jonjics Ballwurf ist eine grobe Unsportlichkeit. Dass Gauss wie von der Axt getroffen fällt, ist unbedeutend. Aue in Unterzahl und unter Druck. Tobias Jenicke eingewechselt. Und dann ist es tatsächlich geschafft. Aue siegt 2:1 gegen Saarbrücken. Mann des Spiels, Antonio Jonjic. Wie viel Spaß hat es Ihnen heute gemacht? Naja, ich sag mal so, bis zur, keine Ahnung, 80. Minute, 85. Minute oder so, muss ich sagen, hat ein bisschen Spaß gemacht, ja, aber dann kam die rote Karte, dumm von mir.
dann war die Laune wieder unten, ja. Was soll ich sagen, ist scheiße gelaufen. Gauss heißt da, zwickt mir da 3-4 Mal in den Oberarm. Ich reagiere natürlich darauf und dann sagt er zu mir auch noch, werf mir den Ball her. Und dann habe ich gesagt, hier hast du ihn halt. Und habe ihm halt mit 1 km/h gegen den Kopf geworfen. Also ist eine rote Karte, ganz klar, aber dass man da so hinfallen muss und Schauspieler sein muss, weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber gut, soll er machen, wenn er meint. Gemischte Gefühle in Aue. Sieg gegen Saarbrücken, aber der momentan beste Torjäger, Antonio Jonjic, fehlt am Samstag in Dresden.